Die Wasserfreunde Spandau 04 in der Sportschwimmhalle Schöneberg gegen Bayer Uerdingen. Da gab es nicht viel zu holen für die Gäste. Das Spiel von Beginn an eine klare Angelegenheit. Bereits 6 Treffer im ersten Viertel für die Berliner. Einer der besten auch an diesem Sonntag, Markus Stamm. Er öffnet den Torreigen. Schon nach 2 Minuten erzielt er den ersten Treffer. Die Uerdinger mit großer Mühe. Ja, ich sag mal, Spandau ist immer schwierig für uns. Wir spielen gegen Profis, wir müssen alle nebenbei noch arbeiten, trainieren einmal am Tag. Ja, von da die Vorzeichen waren klar. Mit Sicherheit wäre das ein oder andere Tor weniger, wäre gut möglich gewesen. Wir hätten mit Sicherheit auch eine Überzahl besser nutzen können, das ein oder andere Tor mehr schießen. Unterm Strich, ja, fahren wir jetzt nach Hause und dann war's das. Zu Beginn des zweiten Viertels etwas ganz Außergewöhnliches, ein Tor für die Gäste. Doch die möglicherweise aufkommende Euphorie hilft nichts. Die Spandauer lassen nicht nach. Die Verteidigung der Uerdinger mit zu viel Lücken. Die Gäste ein ums andere Mal gnadenlos überfordert. Maurice Jüngling, Marin Restovic und Ben Reibel treffen im dritten Viertel insgesamt 5 weitere Male. Die Gäste aus Nordrhein-Westfalen haben längst resigniert. Es geht einzig und allein noch um die Höhe des Sieges. Es ist halt schwierig, hierher zu kommen. Lange Fahrt, wieder, die sind nicht komplett. Wir probieren ja immer eigentlich dasselbe zu spielen. Press über das ganze Feld, das ist halt für die nicht ganz so einfach, weil sie es ja nicht gewohnt sind, würde ich sagen. Im letzten Viertel dann tatsächlich noch ein Treffer für die Gäste, doch auch dieser kann am Sieg der Wasserfreunde natürlich nichts mehr ändern. Die Spandauer lassen nämlich auch weiter nicht locker und auch wenn die Gäste alles versuchen, gegen die mitunter ausgeklügelten Spielzüge der Spandauer haben sie nur wenig Chancen. Am Ende 23:2 für die Wasserfreunde eine klare Angelegenheit und das Ergebnis auch in der Höhe völlig verdient. Vor allem Markus Stamm und Maurice Jüngling gilt die Freude ihrer Teamkollegen. Insgesamt gelingt es ihnen, 8 Treffer zu erzielen. Diese bilden auch den Abschluss des ohnehin schon erfolgreichen Wochenendes und bringen die Wasserfreunde Spandau 04 auf Tabellenplatz 2 in der DWL.